Der Schutz des syrischen Volkes erfordert sofortiges Handeln, aufgebaut auf den Prinzipien der UNO und des internationalen Rechts. Mit dem Luftangriff auf Syriens Armee haben die USA eine schwere Krise mit Russland ausgelöst. Eine erneute Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates endete ohne Ergebnis. Statt Annäherung gab es Schlagabtausch. Wir verurteilen die illegitime Vorgehensweise der USA. Die Konsequenzen für die regionale und internationale Stabilität könnten extrem ernst sein. Unsere Streitkräfte haben einen Flugplatz zerstört, von dem aus die Giftgasattacke ausging. Dies rechtfertigt unser Handeln. Was das Assad-Regime sich geleistet hat, konnte nicht unbeantwortet bleiben. Assads Verbrechen gegen die Menschlichkeit können nicht mit leeren Worten beantwortet werden. Er darf nie mehr Giftgas einsetzen. Nun ist Trumps Regierung nach den Worten von UN-Botschafterin Nikki Haley auf weitere Aktionen gegen die syrische Regierung vorbereitet. Man hoffe aber, dass das nicht nötig sein werde. Eine politische Lösung muss gefunden werden. Heute dann daran zu appellieren, den politischen Prozess voranzutreiben, ist der Gipfel der Heuchelei. Nach diesem Angriff der Streitkräfte leider. Die USA machten Russland indirekt verantwortlich. Russland hätte alle chemischen Waffen aus Syrien entfernen sollen, aber offensichtlich war das nicht der Fall. Syrien hat betont, dass die syrischen Streitkräfte kein Giftgas besitzen und außerdem, dass wir solche Waffen niemals einsetzen würden. Es ist altbekannt, dass die Terroristen in vielen Teilen Syriens Giftgas versteckt haben. Russland